Hallo? Hallo, 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 weiter geht's mit Kock. Willkommen da, ich bin der Lars. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Part. Leider heute auch wieder ohne Cam. Ich brühe da gerade was aus und sehe leicht angeschlagen aus. Ebenso bin ich verschlafen, weil ich gerade eingeschlafen bin. Es hört man, das sieht man jetzt nicht. Und deswegen entschuldige ich, dass ich, glaube ich, heute nochmal ohne Cam aufnehme. Ich glaube nicht, ich mache es sogar. Ab morgen dann in alter Montur und wieder voll da mit frisch gestylten, supergeilen Sachen. Sorry, ich hoffe, das ist okay, wenn wir jetzt hier zwei Tage am Stück keine Cam haben. Aber ich sehe gerade aus wie hingeschissen und draufgetreten. Egal, die Cam ist ja nicht ausschlaggebend, oder? Oder doch, ja, wie auch. Sorry, ab morgen dann wieder geht's nochmal weiter. Ich entschuldige mich dafür natürlich. Und der Clan War. Ja, er ist gewonnen, tatsächlich, wir haben es geschafft, Jubel, Jubel, wir schauen kurz drauf, gewonnen mit 30 zu 30, einfach mal mehr Prozente hier, Gesamtzerstörung 73, 80 zu 71, 33 Karte ansehen, ja, alles wunderbar, ich habe zwei Stände kassiert, wir schauen kurz drauf und zwar auf mein Team. Oh, der Zuschauer-LP hat die 3 auf 2 Sterne gedrückt, aber hat den zweiten Angriff nicht gemacht, was hat er gerade gesagt? Ja, er hat verschlafen, ich bin gerade eingepennt. Ich bin eiskalt eingepennt und habe den zweiten Angriff deswegen nicht gemacht. Ich wurde von jedem angeschrieben, beziehungsweise von einem, der meine Handynummer hat, ja nur einer hier im Clan. Und ich habe es mitbekommen. Oh, der Stefan hat auch verkackt, beziehungsweise er ist vergessen oder vielleicht ist auch eingeschlafen, ich habe keine Ahnung. Ich entschuldige mich natürlich dafür, dass es so knapp geworden ist und ich hätte mich jetzt noch mehr entschuldigt, hätten wir verloren. Haben wir ja nicht, zum Glück. Alter, hätten wir verloren und ich hätte es verpennt, wäre es echt doof gewesen. Eieieiei. Wir schauen kurz auf meinen Angriff. Was habe ich gemacht? Ich habe einen Zweier gedrückt. Wir schauen hier auf diesen wunderbaren Angriff. Ich muss ehrlich jetzt mal sagen, es war sehr, sehr glücklich, dass ich hier noch zwei Sterne geholt habe. Schaut drauf, legendär, episch und einfach nur easy. So, geht los. Ich hatte mir gedacht, ich greife mir Queen Walk von unten an. Habe ich gemacht, unten 5 Pfeiler drüber gedroppt, hat auf jeden Fall gepasst. Die Queen ist natürlich als erstes sofort dann los. 3 Golem zentral gesetzt an einem Fleck, damit sie alle schön reinlaufen. Die Mauerbrecher kommen jetzt schön mit Mages hinterher, die Außengebäude wegclearen. Unten haben sie nicht ganz so viel weggeklärt, dann gehen die 3 sehr, sehr schönen Golems alle hinein. Der King geht rein, letzte Mages geht rein, die Backers geht auch noch rein, droppe ich einen Wutzauber drüber. Alles klar, der Level 1 Inferno schießt schon die ganze Zeit. Habe ich gewartet, bis er freeze, beziehungsweise bis ich freeze. Ich habe dann reingefreeze, und zwar jetzt. Hat noch den schönen Hund erwischt in Klamburg. Hat alles gepasst im Rahmen des Machbar. Ich wollte jetzt kein Giftzauber drüber droppen über den Hund. Und ja, das Dumme ist nur ihm gewesen. Warum um Gottes Willen geht der Golem und der Päcker nach oben? Ich habe keine Ahnung, wie sie nach oben gehen. Ich meine, da ist eine Clanburg. Na gut, den Päcker kann ich, nicht den Päcker, den Golem kann ich verstehen. Da oben sind die... ist das nächste Verteidigungsgebäude, was in seiner Nähe ist. Obwohl, ist es, glaube ich, gar nicht. Normal müsst ihr auch noch unten ziehen. Scheißegal. Der Golem, der ist verkraftbar. Der Golem ist verkraftbar, der geht nach oben. Das ist auch kein Verteidigungsgebäude, sondern die greifen nur Verteidigungsgebäude an. Aber warum um Gottes Willen geht der Päcker da hoch? Ich meine, unten ist die Clanburg, unten ist der King. Der Päcker muss nach unten gehen, er geht aber nach oben. War ein bisschen doof. Deswegen sieht man selber, wie man klebt die ganze Zeit da. Die hat auch keinen Bock reinzugehen. Den Jump zu benutzen. Die Clanburg schießt die ganze Zeit weiter. Der Päcker, guck mal hier, der Päcker hier. Der andere Päcker ist auf die Mauer gegangen. Der andere Päcker ist auf diese fucking Mauer gegangen. Ich hasse Päcker so sehr. Ich hasse sie so fucking sehr. Ich werde sie einfach nicht maxen, weil ich sie hasse, glaube ich. Irgendwann werde ich sie trotzdem maxen. Aber diese Päckers, wieso? Der eine klopft auf die Mauer. Der andere geht nach oben und klopft da irgendwo rum. Und niemand interessiert sich für dieses scheiß Rathaus. Ich wollte rein mir das Rathaus gönnen. Ist nicht passiert. Das ist natürlich jetzt hier. Und dann hat sich alles erledigt, alles war da oben tot, der eine Päcker, ja, der war noch ein bisschen was kaputt. Und die Queen, waren sie dort ihren Weg, ich dachte, okay, scheiße, dann wird's halt ein One-Star. Ist ein Scheißangriff, wird ein Fail, das kann ja nichts werden jetzt mit der Queen. Die wird nicht nach oben laufen, das wird nicht passieren, das wäre einfach zu lucky, dass sie jetzt dieses Rathaus holt. Und wir sehen, was passiert, schauen wir mal hin. Wir schauen mal hin und die Queen lässt mich ja nicht im Stich. Zumindest eine Person hat Eier. Das hört sich jetzt. Zwei Eierstöcke sogar. Es ist unfassbar. So. Ich habe jetzt den Wut hier rüber getroppt, da die durch die Klammer ein bisschen lau gegangen. Ich habe an den Gifts aber gar nicht mehr gedacht. An dieser Stelle, weil ich echt nur auf dem Kurs war. Oh, fuck, es wird ein Monster. Und die Queen macht einfach weiter. So, sie schießt schon weiter. Bam, bam, bam. Geht nach links. War klar, ich habe jetzt hier die Bogis gesetzt, damit die etwas schneller nach oben geht.
Ich weiß ja ungefähr, wie es läuft. Ich habe ja sehr viel mit Kühlmog angegriffen. Ich habe sehr viel damit auch gefarmt. Ich habe mich ja bis Champion 2 damit hochgeballert. Und ich wusste ungefähr, wie sie laufen wird. Und mir war zu 100% klar, dass sie das Rathaus sich nicht nehmen wird. Aber es passiert gleich etwas Legendäres. Schaut drauf. So. Also ich dachte eigentlich, dass sie jetzt hier komplett diesen zweiten Außenring... Guck mal, wie cool gerade der Heal-Zauber drüber geballert. Fühlt sich cool aus. Ich dachte eigentlich, dass sie jetzt komplett den Ring außen, also wo sie quasi drin ist in dem Bereich, dass sie sich nach rechts bewegt und das alles kaputt macht und irgendwann dann von den Teslas und von dem... hier Inferno getötet wird, aber es passiert tatsächlich etwas anderes. Ich weiß nicht wieso, was los ist, ob sie gerade Bock hat, ob sie nicht mehr ihre Tage hat, aber sie geht einfach jetzt auf die Mauer. Sie geht jetzt einfach auf die Mauer. Es ist super selten, dass eine Queen auf eine Mauer geht, im Queen Walk. Normal müsste sie das nächste Verteidigungsgebäude anschießen und beziehungsweise nicht das nächste Verteidigungsgebäude, das nächste Gebäude. Und Mauern ist halt so ein Fall, wo sie nicht oft drauf geht. Ich weiß jetzt nicht, wieso sie sich nicht nach rechts bewegt und dort dann den Bogenschützenturm macht. Dann hier die Kaserne und dann das Goldlager. Ich habe keine Ahnung, warum sie jetzt darauf geht. Hat scheinbar Bock. Sie hat scheinbar Bock. Dann müsste das nächste Gebäude jetzt in der Nähe der X-Bau sein. Sehe ich das richtig? Müsste es sein. Man kann es ja vielleicht, das ist es glaube ich sogar, weil das andere hier unten alles tot ist, weil sie von da gestartet ist. Alter, das ist so lucky. Es ist so lucky. Und was macht sie? Sie geht sogar sofort auf das fucking Rathaus. Macht die Queen jetzt weg, macht dann noch den X-Bogen kaputt und gönnt sich dann etwas namens Rathaus. Es ist so unmenschlich glücklich. Ich habe zu 1000% gerechnet, dass wir jetzt nicht mehr das Rathaus bekommen. Und wir bekommen das Rathaus. Oder die Queen holt sie das Rathaus. Oh, hab ich das gefeiert. Ich habe das gefeiert wie den, weiß nicht, wie den Sieg von Deutschland WM oder so ein Kack. Ich habe es richtig gefeiert. Es war großartig und super geil. Oh, ist das gut. Einfach mal einen Two-Star noch rausgeholt. Ich dachte, es wäre ein One-Star. Und hätte ich jetzt hier nur einen One-Star geholt, hätten wir verloren. Weil ich ja den zweiten Angriff verkackt habe. Nicht verkackt, sondern verschlafen. Oh, Beefy. Hat sogar nur... Hat er gar nichts kassiert hier. Gibt's ja gar nicht. Wie sieht's da aus? Beefy hat selber auch nichts ausgeteilt. Alles klar. Ja, Leute, der zweite Angriff kann ich noch nicht zeigen. Ist ja nicht passiert. Ich Plan war es hier unten die 8 oder die 7 anzugreifen, die wollte ich dann auf 3 machen. Ich hätte sogar noch die, ich hätte sogar auf die 15 gehen können, weil einfach noch so viele Rathäuser 9er übrig waren auf 2 Sterne. War wieder nicht unser bester Clan War. Ne, war es nicht. Wie hat unsere Verteilung gehalten? Schauen wir auch kurz drauf. Ich habe 2 Angriffe bekommen, den ersten habe ich gedefft. Moment, Kriegsereignisse. Den ersten habe ich eiskalt gedefft. Eiskalt! Easy, gar kein Ding für den King. Das war der zweite Angriff. Wo ist der erste Angriff? Wie ist der erste Angriff? Der ist doch meistens immer so markiert, wenn man angegriffen wird. Ich sehe es nicht immer hier. Wenn es in grün ist, kann man das schlecht erkennen. Da! Ich habe verteidigt. Ich habe immer 42%, sieht man hier. Vor 8 Stunden und 29 Minuten. Seht ihr das? Ich hoffe doch mal. Seht ihr da? Genau. Habe ich gedefft, da hat er nur 42% geschafft. Mit gemaxten Truppen. Weiß ich auch nicht, wieso, was er da gemacht hat. War nicht ganz so gut von ihm. Mit gemaxten Truppen. Gemaxten Mages, Golems. Er greift von der Seite an. Ich weiß auch nicht, wie großflächig ihr auch angreift. Ja, er hat es nicht geschafft. Er hat eiskalt hier versagt. Ich sage auch heute sehr oft eiskalt. Sorry dafür. Ihr wisst ja, ich habe bis gerade eben geschlafen. Kleine Ausrede. So, was macht er denn? Wir spulen kurz hier vor. Er droppt die Mages. Er droppt Golems weit auseinander. Wieso auch immer. Erdbebenzauber. Meine Base ist sehr, sehr anfällig für Erdbebenzauber, was mir schon aufgefallen ist. Meine Base ist sehr anfällig, wenn man von unten rechts angreift, da wo sie gerade eben reingehen. Ich bin am überlegen, die Base umzubauen. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Wenn sie meine auf 2 hauen können, so einfach. Ihr seht gleich auf den anderen, seht gleich bei dem anderen Angriff, ist gleich ungefähr genau gleich angegriffen. Erdbebenzauber rein, 4 Stück einer Zahl, rüber gedroppt. Bam, der Weg ist frei bis zum Rathaus, der Weg ist frei bis zum Inferno. Und wenn man dort den ersten Inferno kaputt macht, den 2er Inferno bei mir. Jetzt noch 2er beim letzten Klaro, sind beide 2. Dann hat man den freien Weg zum Rathaus, ohne dass der Inferno da oben schießt. Das Rathaus war sehr lau, hat er nicht bekommen. Hat gefällt, der alte Drecksack. Der zweite Angriff, den ich bekommen habe, sieht man jetzt selber, wie anfällig meine Base ist. Ich hoffe mal, wir bekommen keinen deutschen Clan-Wall-Gegner, der jetzt alles sieht hier. Aber wieder Erdbebenzauber drüber gedroppt und der Weg ist komplett frei. Ich finde es ja cool. Erdbebenzauber-OP. Ich finde es ja cool, dass er die Mauern wegbekommt mit Erdbebenzauber und gleich sowas von fällt mit den Mauerbrechern.
Ja, das ist unfassbar. So, er droppt dann sogar hier 4 Golems. Jetzt die Mauerbrecher super gut gesetzt, so dass der Magierturm drauf schießt. Alle Mauerbrecher sind kaputt. Deswegen klebt er jetzt eine halbe Stunde an der einen Mauer. Gemaxte Mages, gemaxte Mauer, gemaxte Mauerbrecher, oh nein. Gemaxte Mages, gemaxte Golems. 4 Stück, wie schon erwähnt, an der Zahl. Kleiner kommen noch gleich die Hexen hinterher, da sind sie doch. Helden sind nur 15, 18 und gegen so eine Armee darf man nicht so viele Sterne kassieren. Das darf man nicht. Sogar die Mages laufen total kacke. Die Mages laufen total kacke. Einfach mal nach links verabschieden sich alle. Genauso wie die Hexen hier. Und trotzdem schafft er es, locker 2 Sterne zu holen. Was mir nicht gefällt. Da kommt der erste Freeze rübergedroppt. Und ihr seht es selber. Die haben mit dem Erdbebenzauber ist der Weg frei bis zum Rathaus. Und der Inferno da oben schießt mal gar nicht, weil er außer Range ist. Die Infernos sind zu weit auseinander, wenn man von unten angreift. Ich muss die Base umbauen. Das wird passieren. Zum nächsten Kleinen werde ich sie umbauen. Und dort werde ich auch dann zweimal angreifen. Nur so nebenbei. Und vielleicht beide auf Multi stellen. Level 2, beide auf Multi. Könnte ich mir überlegen. Eure Meinung ist wieder gefragt. Übrigens, wenn ihr eine geile Base habt für Rathaus 10 mit 2 Infernos, wo ich beide auf Multi stelle, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Von mir aus auch ein Link zu der Seite. Werde ich mir dann trotzdem anschauen. Ist dann meistens weggeblockt von den Kommentaren. Ich kann es mir trotzdem anschauen. Und was sagt ihr dazu? Beide auf Multi oder nicht? Gerne auch in die Kommentare. Eure Meinung ist gefragt. Ich bin ja ein Noob Rathaus C, deswegen finde ich es immer cool, wenn ihr mir Tipps gebt. Dankeschön dafür. So, ja, und dann holt er sich halt die 2 Sterne, weil der Inferno da oben nicht in Rage ist, um das Rathaus zu treffen. Habe ich mich ein bisschen geärgert und dazu entschlossen, wie schon erwähnt, wieder umzubauen, die Clan War Base. Ich finde nicht die beiden Worte, Entschuldigung, bin gerade nicht in der Lage, mein Gehirn ist noch halb im Sleep-Modus. Das bekommt man scheinbar auch gerade mit. Sonst, ich habe eine ganze Armee noch ready. Eine Govivi-Armee, weil ich ja angreifen wollte. Hier sieht man das. Wir können da kurz gucken, ob wir einen Gegner finden, den wir jetzt Govivi jetzt angreifen werden. Zum Beispiel den hier. Das ist doch ein guter Gegner für Govivi. Ich habe keinen Freeze. Das, aber der eine Inferno wird gerade geupgradet. Was ist der gestellt? Der ist auf Multi gestellt. Ein Multi-Inferno. Multi gegen Govivi. Und der Magierturm wird geupgradet. Kann man das tryen? Das könnte man tryen. Das wäre sehr viel Loot. Ich glaube, wir bekommen trotzdem auf den Deckel. Deswegen mache ich lieber weiter. Ist besser. Lieber weitergehen. Wir wollen nicht versagen hier. Denn Versagen ist nicht schön. Hätte ich mal einen Freeze dabei, hätte ihn sofort angegriffen. Aber so nicht. Nein, nein. So möchte ich das nicht. Ich habe meine Armee vorbereitet, um meinen Rathaus 9 anzugreifen mit QBW, wo ich dann zu 99,9% immer auf 3 Sterne meistens den Kollegen klatsche. Da brauche ich keinen Freeze. Was haben wir hier? Inferno, fuck you all. Loot. Naja. Hier, beide Infernos im Upgrade, 400.000 von beiden, den kann man nehmen, Govivi, wir kommen. Aufsprengen, hier rein, da aufsprengen, da rein. Das ist, glaube ich, sogar besser. Hier aufsprengen, das ist okay. Machen wir es nochmal. Und ersetzen die Kollegen. Und ich zeige euch mal, wie ich ungefähr angegriffen hätte mit Govivi. So wäre es passiert. Genauso. Genauso hätte ich angegriffen. Da wird aufgesprengt, wunderbar. Außengebäude kaputt. Das hinterher. Den Rest von den Mages hinterher. Und dann wird hier der Jump reingesetzt. Da kommt der Wut. Da kommt der Giftzauber drüber. Und noch ein Heal. So. Genauso hätte ich es gemacht. Sehr schön. So, die Hexen gehen nicht rein. Wart. Warum gehen die Hexen aus drum zu? Fick dich, Hexen. Das muss besser klappen. So, der erste Wut hier drüber. Rathaus ist down. Easy Snack für mich. Ich habe noch einen Heal-Zauber. Wo setze ich den? Noch gar nicht. Ich warte noch. Den Heal-Zauber setze ich hier, damit der King ein bisschen gehalten wird. Der King läuft außen Heal-Zauber raus. Läuft bei mir. Heal-Zauber total gewastet. King muss gezündet werden. Sehr schön. Die Hexen, die außen im Zugang sind, alle gestorben. Diese sind 2-Star. Werden aber keine 3. Ist auch ein Rathaus 10er. So als Verteidigung. Und ich bekomme nicht alle Lager. Egal. Ist alles in Ordnung. Ist alles im Rahmen des Machbaren. Wie dumm sind die Hexen denn gelaufen? Warum sind die außen zu? Das gefällt mir gar nicht. Da war doch kein einziges Außengebäude mehr. Und sie laufen komplett dort entlang. Die lange Strecke hier, die Mauer hier. Oh, Doppelriesenbombe. Doppelriesenbombe, Kappa. Die Kim wird sich hoffentlich noch ein Lager gönnen. Jawohl, eins wird sie sich noch holen. Ein Goldlager, aber nicht nur das Elixierlager. Das Dunkel habe ich auch bekommen. Ja. Von den Verbrauch der Truppen hat sich das, glaube ich, sogar trotzdem gelohnt.
weil wir so viel Dunkles bekommen haben. Gold, Elixier sollte auch in Ordnung sein. Aber die Queen holt sich jetzt hoffentlich noch das Elixierlager. Ich bin noch ein paar Skelette hier am Start. Kann auch hier am Ende ein paar Boogies setzen. Ein Bohrer ist da noch, der halb gefüllt ist. Auch nochmal 300 Dunkles. Und letzte Elixierlager bekommen wir auch noch. Wunderbärchen, so gefällt mir das. Kurz das noch gedroppt hier. Weil sie die Queen gezündet. Dann gehen wir raus mit einem 67% Angriff. Mit 350k von beiden. 3513 Dunkles. Ebenso 20 Pokale. Das ist doch schön. Sehr schön. Der Kollege wird sich auch denken, was zum Kräfte mit so einer Armee an? Ist ja total behindert. Ich habe einen Clan War verpennt. Mann. Schade, dass man keine Nachricht da lassen kann. Dass man irgendwo in den Schnee pissen kann. Obwohl es liegt ja gerade kein Schnee. Aber es schneit. Bei uns hat es übrigens auch geschneit. Ich weiß gar nicht, über Nacht jetzt. Aber Schnee ist cool. Ich mag Schnee. Man kann einfach dann in den Gras kacken. Ins Gras hineinkacken hat man auch eine Nachricht. So Leute, ich werde mal kurz meine Armee wieder nachbauen zum Farmen. Heute übrigens wieder ab 19 Uhr gibt es einen Livestream. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne einschalten. Dort farmen wir dann. Ich kann euch jetzt schon sagen, wir werden nicht viel farmen, weil alle 5 Bauarbeiter von mir beschäftigt sind. Das heißt, nur ein bisschen Dunkles, vielleicht ein Stündchen reinboosten, mehr nicht. Dann etwas mehr Rocket League, Battlefront, so etwas. Nur so für die Leute, die nur den Livestream schauen für Clash of Clans. Leider können wir nicht so viel zocken, weil es sich einfach nicht lohnt. Der nächste Bauarbeiter ist erst in, ja gut, der ist in dann ungefähr einen Tag fertig, wenn wir streamen. Ein bisschen Gold können wir farmen, aber den Xbox 5 Millionen kannst du fast in einer Stunde schon farmen, wenn der Loot gut ist. Wenn er schlecht ist, natürlich nicht. Ja, beide Infernos auf 3 gestartet, habt ihr gestern mitbekommen. Das war eine krasse Farmaktion. Und ja, sorry, dass ich total verpeilt bin, total durch den Wind bin, aber das ist nicht immer, wenn ich schlafe und wieder aufwache und das mit, weiß ich nicht, und dann noch ein Part aufnehme. Sorry dafür. Clan War verpennt, trotzdem gewonnen. Easy Ding. Cam gibt's am Morgen dann wieder. Ich hoffe, das ist zu entschuldigen. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst ein Like, da würde mich freuen. 16 Minuten, 17. Weltrekord. Haufen Super Nicer Boys, reingehauen, bis zum nächsten Mal. Und...